Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nun gut, was gucken. Wir hatten Eisen geholt. Na, ja. Sehr schön, der ist auch fleißig am Schmelzen. Der genauso haben wir überall ein bisschen Stall gemacht. Stall ist gut. Läuft sogar noch Stall. Stall brauchen wir, kann auch weiter schmelzen. Wir nähern uns hier auch langsam der Horde. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt wird es erstmal nach. Oben ist schon wieder. Oh mein Moment. Moment, oben ist schon wieder Zombie-Besuch. Natürlich, ich komme ja schon, meine Dame. Ich komme ja schon. Immer mit der Ruhe. Jo, wo ist denn die Dame? Wo bist du denn, Lady? Draußen, drin. Zeig dich. Lady? Lady, ich schrei zu viel. Wuhu. Ist draußen, ne? Moment. Ja, da ist doch Lady. Ich schrei zu viel. Ja, Lady schreit zu viel. Schreit hier. So, da kommen schon deine Kollegen. Ich seh's. Hallo. Einmal du, genau. Du auch nochmal. Hannes lebt immer noch. Ach, Miss Escort-Service. Dich will ja auch keiner. Abflug. Oh, da kommt noch das grüne Spinni. Hallo Spinni, halt mal still, du Zäpfchen. Genau. Ey. Au. Aus. Schön sitzen bleiben. Oh, was hat jetzt? Oder kraucht und jauchzt hier noch mehr rum? Zumindest höre ich noch was. Bist du deppert? Kannst du auch. Bist du deppert? Das ist meine Brücke. Was hast du denn hier angedatscht? Das ist die Mauer, das ist er. Ah, nein, oh, gut, was gut gehen. Ich will nicht, dass mir die Zugbrücke schon wieder kaputt geht. Das muss absolut nicht sein. Ah, geht noch. Okay. Geht noch. So, ich wollte jetzt ordentlich gehen, ne? Da kann ich überhaupt mal googeln. Zumindest die Nacht über den Grabeneimer weitermachen, damit wir es irgendwann mal fertig kriegen. Aber ich muss allerdings gucken, ich wollte auf der Seite gerne weitermachen. Ob wir da überhaupt schon die Säulen gemacht haben, das weiß ich nicht. Und dann muss ich gleich kurz gucken, ob wir überhaupt noch Blöcke haben. Tongen wir schon so laufen zwar, aber das ist ja noch kein... Yep, die Säulen haben wir. Sehr schön. Fall hier nicht runter. Gut. Na gut, unsere Ruhe. Ich glaube, bei der Hordebase hatten wir soweit alles gemacht. Angeschlossen, repariert, Muni aufgefüllt. Ne? Da können wir uns in ruhigen Gewissens, wenn die Horde kommt, hinbegeben, die Horde genießen. Hoffen, dass die etwas buggy-Demos zurzeit uns nicht da alles kaputt sprengen. Zumindest bei mir sind sie buggy. Bin mir da noch nicht so sicher, ob das momentan allgemeines Problem ist seit der 20.5. Oder ob nur ich das Problem habe. Hier sind auf jeden Fall noch Blöcke. Fakt ist, ich habe das Problem, dass die Demos, sobald sie spawnen, sofort ausgelöst werden. Und das sogar ohne, dass man drauf schießt oder raufhaut oder sonst was. Ein paar sind ja fertig, siehst du mal. Hier auch. Ja, da kommen wir ohne Probleme mit weiter. Jo. Sehr schön. Weiß nicht, ob es bei euch auch ist. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob bei euch die Demos sofort auslösen, ohne dass ihr überhaupt raufhaut oder rausschießt. Wenn nicht, dann habe anscheinend nur ich das Problem und ich weiß nicht, woran das liegt. Was mich aber wundert, weil ich eigentlich nichts geändert habe. Benzin ist ja jetzt auch nicht so der Puller, ne? Ah, muss erstmal reichen. Das ist echt komisch. Ich habe weder noch an der XML-Datei rumgefummelt, das ist immer noch rein Vanilla, noch irgendeine Mod installiert. Das ist schon komisch. Aber gut. Machen wir erstmal weiter. Musia. So, Bura kommt dahin. Bura ist immer gut. Reparieren das Ding einmal gut. Ja, Reparatur gibt es immer noch genug. Und dann zwiebeln wir einmal gut. Story.
Okay, da ist jetzt auch erstmal das Benzin aus, aber ich muss sagen, weit gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt so weit komme mit dem bisschen Benzin, was wir dabei hatten. Okay, erstaunlicherweise auch kein Zombie-Besuch. Leben haben wir erstmal wieder ein bisschen. Das ist schön, wir nehmen jetzt erstmal mit die Betonblöcke. Auch wenn es für mich so anhört, als wenn ein Zombie hier rumrennt. Aber das soll nichts heißen, ich höre öfters mal Dinge, die nicht da sind, zumindest in 7 Days. So, hier hole ich erstmal kurz den Boden rein, das Stück hier. So, damit sie hier gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen sollen. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Wände. So, wichtig ist jetzt natürlich erstmal das da oben. Da hoffen wir mal, dass das jetzt nicht runterkommt. Aber smooth, der smooth. Ich hoffe, wir haben noch Benzin. Wenn nicht, ich weiß es nicht, ich werde gleich mal gucken. Müssen wir unbedingt, das machen wir dann aber nach der Horde. Wirklich. Einmal einen Abstecher in die Wüste machen. Dann brauchen wir Ölschiefer. Das weiß ich nicht. Ich kann gleich echt mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich noch Ölschiefer habe. Sonst können wir vielleicht noch mal Benzin ansetzen. War der Meinung, hier buddelt irgendwo einer? Offensichtlich nicht. Aber wir haben ihn zumindest schon mal auf die Größe, die er muss. Aber so viel fehlt eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Also wir haben schon, glaube ich, über die Hälfte des Grabens. Das ist ja zumindest schon mal was. Jetzt kriegen wir Besuch. Jetzt kriegen wir eindeutig Besuch. Da ist sie. Da ist sie. Hallo, meine Dame. Bitte. Hast du Kollegas gerufen? Und bitte, sag mir, du hast Kollegas gerufen. Ich bin sonst enttäuscht. Ja, da gummen sie doch. Da gummen sie doch. We are not alone. Hallo, mein Freund. Lauf ab. Oh, hallo. Warte. Nicht von hinten, Freunde. Nicht von hinten. Das mag ich nicht. Das will ich nicht. Ach, du auch schon wieder? Ey, du bist tot, Mensch. Wo sind der Rest? Die knüppeln hier irgendwo. Die Frage ist selbstverständlich, wo sie hier knüppeln, ne? Der Rest der Kollegas findet den Weg nicht. Einmal raus hier. Gut. Hm? Also hier knüppeln sie, die sind drin, ne? Also hier werde ich eindeutig, das sieht sonst nicht aus, das Ganze ein bisschen runtersetzen müssen. Aber eins nach dem anderen. Die sind echt drin, weil im Graben ist keiner. Okay, ich komme, Leute. So geht das nicht. Immer mal in der Ruhe, kloppt mir da nichts kaputt. Bin schon da. Ah, wird auch Zeit, dass es drinnen fertig wird, ehrlich gesagt. Ich hab ja auch geschrieben, die Pflastersteinblöcke, die ich noch habe. Die drinnen erstmal hinlegen, damit nichts spawnt. Ja, gut, ihr habt zwar recht, das Ganze würde einen Zombie-Spawn verhindern. Aber allerdings müsste ich die später alle wieder wegreißen. I've got a bad feeling about this. Na, das ist ja noch eine. Um das hier ordentlich zu machen. Ach, das Gasmännchen. Hallo, mein Freund. Was ist das für alles? Zwei Stück? Dann macht ihr so einen Ausstand? Mensch, wie zwei Zombies. Okay. Unten ist nichts, oder? Hört zumindest nichts klopfen. Denn wird es schon stimmen? Oh, schon dicht. Weitermachen. Gesagt, die Mühe sind dahin. Ich hätte auch gerne mal so eine Scheinwerfer-Mod für die Drohne. Und so langsam auch gerne mal eine 6er-Drohne. Ich glaube, das Glück werden wir so schnell nicht haben. So, warte mal, müsste ich nicht von hier oben da rankommen? Das sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Ja, Licht ist an, gut. Ne? Blockmäßig schon, aber schaufelmäßig glaube ich nicht. Meh. Man muss hier runter. Okay. Hätte ja klappen können, ne? Hätte ja klappen können. Hm.
glaube auch nicht, dass die Blöcke für den ganzen Gramm ausreichen, aber es ist Stück für Stück. Eins nach dem anderen. Hauptsache, wir kommen hier weiter. Dafür haben wir, glaube ich, erstmal keine Lehmprobleme mehr durch den Kram. Oh. Steine könnten langsam eng werden. Wir haben zwar drüben noch welche, aber die reichen ja auch nicht ewig. So. So, einmal. Wie schön. So, nur noch nicht zu schnell bauen. Dafür baue ich mich bloß wieder. Das muss auch nicht sein. Sehr schön. Ich glaube, ich mache erstmal die eine Seite, bevor ich die andere Seite mache. Joa, wäre einfacher. Und verliert man hier bloß wieder den Überblick. Und das muss auch nicht sein. Ich glaube, da kommt schon wieder Besuch. Klang zumindest ganz danach. Hier nochmal. Sehr schön. Und hier nochmal. Und ja gut, wir haben noch 500 Blöcke einstecken, ne? Ich habe kein Benzin mehr. Ich muss die Schaufel nehmen. Ah, aber gut. Ehrlich gesagt, macht das auch nicht wirklich einen Unterschied von der Geschwindigkeit her. Ein Bohrer ist angenehmer, ja. Aber großartig, ein Unterschied ist da, glaube ich, nicht. Minimal. Der Bohrer ist, glaube ich, minimal schneller. Aber das war's denn auch. Aber diesmal haben wir ja keine Erze. Schade, schade. So. Erstmal Rinder. Den machen wir gleich erstmal. Die andere Säule. Und zum Schluss den Fußboden. Da müssen ja eh noch Steine weg. Aber vorher gucke ich den erstmal, ob wir überhaupt noch Benzin haben. Das geht nicht anders. Aber so kann man zumindest in der Nacht gewinnbringend ausnutzen, oder meint ihr nicht? Ich weiß, es gibt auch viele, habe ich zumindest schon oft gesehen. Die warten die Nacht einfach zu Hause mucksmäuschenstill ab, ohne irgendwas zu machen, um ja keinen Zombie anzulocken. Ah, wäre auch eine Möglichkeit, aber ganz ehrlich, das ist absolute Zeitverschwendung. Derzeit kann man schon einiges schaffen. Ein Zombie kommt, ist auch kein Weltuntergang. Ja, umgeklatscht schon gut ist. Auch wenn das vielleicht ginge Sinne ist, naja, genau genommen geht es in 7 Days eher darum, Zombies nach Möglichkeiten nicht anzulocken, sondern zu überleben, aber das wäre mir zu langweilig. Ich bin sowieso nicht so der klassische Survival-Spieler. Ganz ehrlich sagen, eigentlich genau genommen ist 7 Days eigentlich das einzige Survival-Spiel, was ich spiele. Mit allen anderen werde ich nicht wirklich warm und ich habe einige ausprobiert. Ich habe Subsistenz ausprobiert, ist nicht meins. Ich habe The Forest ausprobiert, ist auch nicht meins. Ich habe Raft ausprobiert, das war damals nicht meins. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Raft ist ja mittlerweile offiziell auf dem Markt. War auch schon überlegen, da mal wieder reinzugucken, aber ob das jetzt wirklich immer noch so meins ist, ich weiß es nicht. Das müsste man testen. Aber waren damals halt so einige Dinge, die mir nicht gefielen an Raft. Dass man nicht wirklich eine Möglichkeit hatte, das Floß komplett sicher gegen den Hai zu machen. Egal wie sehr man da irgendwie was verstärkt oder so hat, der Hai hat es immer irgendwann kaputt gekriegt. Das war auf Dauer schon ziemlich nervig. Und dass man die Nacht nicht überspringen konnte, also dass es kein Bett oder Schlafsack oder irgendwie sowas in der Richtung gab, weil die Nacht in Raft ist schon sehr, sehr dunkel. Und ich bin da jedes Mal verhungert, weil du in Raft, naja, es sei denn, du angelst viel und angeln ist auch wieder nicht so meins. Kaum an Essen kommst. Ey, doch nicht da rein, bist du wahnsinnig. Gut, vielleicht hat es sich mittlerweile geändert, wie gesagt. Wo ich das letzte Mal in Raft eingeguckt habe, das ist bestimmt schon 2 Jahre her oder 3. Diesen war ich mir überlegen, jetzt nochmal reinzugucken, wo es auf dem Markt ist. Vielleicht hat es sich ein bisschen zu besseren verändert, aber ich weiß es nicht. Na, googeln. Aber wenn ich Raft machen würde, denn auch nur, weiß ich, eine gewisse Zeit. Also nicht so wie 7 Days, dass es irgendwann mal über 200 Folgen werden. Das wahrscheinlich. Aber vielleicht gucke ich mal rein, vielleicht auch noch nicht. Ich weiß es noch nicht genau. So. Boah, ich sehe, wer soll ja auch Spaß am Spiel haben. Nee, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Absolut nicht.
So, hier setzen wir jetzt auch mal einen rein, auch wenn das nicht geplant war. Aber ein ludes Loch dahinter will ich noch nicht haben. So. Boah, immer neue Blöcke, bitte. So viel Zeit muss sein. Danke. Wundert mich eigentlich, dass es hier gerade so ruhig bleibt. Ich meine, wir sind mitten in der Nacht. Sehr schön, sehr schön. Ja, so eine Scheinwerfermod für die Drohne. Obwohl, ich habe sie im Stream ausprobiert. Da hatte ich mal das Glück, die Scheinwerfermod zu finden. Ehrlich gesagt, bringt die nicht wirklich viel. Die ist wie die herkömmlichen Mods. Ein bisschen fitzelig. Aber es ist besser als nichts. Sagt man ja so schön. So, dann wird diese Seite hier jetzt auch fertig. Na, Gott sag doch nicht, so nicht. So geht das auch noch absolut gar nicht. Sehr schön, dann machen wir jetzt erstmal die Seite. Obwohl ich da, warte mal, ich gehe einmal hoch. Ich mache mal die erste Reihe oben nochmal. Weil das ist da hinten ja so hoch. Ich sehe von hier unten nicht, ob ich gerade bin oder nicht. Aber hier, aber das hier werde ich tief. Guck mal, der Graben ist das hier. Ich habe hier so einen riesen Hügel. Aber wie ich das genau anstellen soll, du, weil das geht da hinten ja weiter hoch. Irgendwie, ich muss mal gucken. Muss ich das hier anpassen? Auch wenn ich echt noch nicht weiß, wie. Weil die ganze Straße bleibt da hinten ja hoch. Aber irgendwie muss es. Dieser Hügel sieht ja furchtbar aus. So, nehmen wir Wächter, Donge. Einmal hier langziehen. Gerade Kante lang kriegen. Es muss auf jeden Fall sein. Ey, diese Grasbüsche hier, du. So, einmal hier langziehen. Zack. Ja, das hat er im Rotor, aber klar. Ich will auch keinen Glasblock auf dem. Keinen Betonblock auf dem Grasheim sitzen. Dann kann ich halten. Sehr schön. So, und den Rest kann man dann wieder von unten machen. Sehr schön, sehr schön. Ich muss bloß mal googeln, was die Spikes machen. Ich weiß gar nicht, ob die Spikes, die wir... Wir hatten Spikes angesetzt. Reichen, die wir angesetzt haben. Und Essenkuchen. Das müsste ich auch dringend mal wieder. Aber lass uns jetzt erstmal die Blöcke verarbeiten. Den kann man immer noch weiter sehen. Wie gesagt, Benzin und so. Den haben wir immer noch genug Zeit. Und kein Stress. Dann kriegen wir alles locker hin. Sind die Nächte eigentlich auch eher gemütlich in 7 Days. Sehr schön, sehr schön. Oh. Den sind wir hier ja auch schon wieder am Ende angekommen. Ah, soll wenn schon gleich. Also hier hin. War sogar schon ein zu weit. Das hier war der Ausgang. So, dahin. Oh Gott, schön. Halbe Nacht schon wieder rum. Sehr schön. Den Rest machen wir jetzt von unten. Ich muss mir echt mal angewöhnen. Ich weiß aber nicht, wo ich die gelassen habe. Eine Bettwolllaterne mitnehmen. Habe ich noch Fackeln einstecken? Nein. Und die hier unten mal hinstellen während des Bauens oder so. Das vergesse ich jedes Mal. Aber wirklich. Jedes einzelne Mal. So, trotzdem bezweifle ich, dass die Blöcke für den gesamten Graben reichen. Und Droni, kannst du mal aufhören, mir im Gesicht rumzufliegen? Wie soll man denn so arbeiten? Ja, schlimm.
Pepperoni, danke. So. Sehr schön. Erste Drohne hier oben abzustellen. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr für die letzten 300 Blöcke. Das dürfte jetzt aber gut... Ah, vielleicht sogar über die Hälfte des Grabens sein. Ich weiß nicht, ob wir auf die andere Seite schon gemacht haben. Ich glaube nicht, da sind wir nur um die Ecke rum, ne? Aber wie wir sehen, hinten füllen, glaube ich, noch die Säulen. Aber der kommt da untergraben hin. Der Graben selber muss, aber es ist mir schon bewusst, dass sie denn hier runterrennen, wenn sie keinen Ausgang haben und hier rumprügeln. Ich werde mal googeln, ob ich ihn Leitern gebe. So an die Seite, das sollte ja eigentlich wieder funktionieren in Sandlays mittlerweile. Ob sie die Leitern nutzen, glaube ich aber eher weniger. Die versuchen ja immer Richtung Schmiede zu kommen. Aber probieren kann man es. So. Aber ansonsten, ich werde wahrscheinlich den ganzen Graben hier einmal voll sammeln. Aber dafür brauchen wir jede Menge Eisen mit Spikes. Spikes sind zwar irgendwann kaputt, dann muss man sie halt ersetzen. Aber das sorgt zumindest dafür, dass die Zombies da nicht großartig rumprügeln können. Die meisten Zombies, die da reinrennen, kommen ja eh von Schreierinnen. Und die Schreierin ist ja meistens tot. Und die hält ja nicht viel aus, bevor sie überhaupt schreien kann. Also dürften die Spikes eigentlich eine ganze Weile reichen. Wäre auch eine Idee. Der Graben ist ja auch mehr oder weniger nur dafür da, um nicht die schöne Mauer anzuditschen. Um sie davon abzuhalten. Und so kommen sie definitiv nicht an die Mauer. Ach, Droni, du gehst mir gerade so gewaltig auf den Senkel. So, hier den hab ich. Aber weitergekommen in den Blöcken, als ich dachte. Das ist doch auch schon mal was. Droni, mach einen Abflug. Das tut doch nicht Not. Ich glaube, in der Zwischenzeit sollte auch mal wieder Beton fertig sein, sodass wir neue Blöcke ansetzen können. Ich glaube, ein paar laufen noch. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Aber ich glaube, ein paar liefen noch. Oh, so ist besser. Gib mir zumindest Droni nicht auf den Senkel. Das ist ja nicht schlimm. Gut, gut. Ich glaube nicht, dass wir persönlich noch vor der Horde ein Level abkriegen. Würde mich wundern, aber schön wäre es, ne? Aber das ist auch nicht schlimm. Wir haben mittlerweile alles Wichtige geskillt, also. Wir sind jetzt nicht mehr auf jeden einzelnen Punkt angewiesen. Das definitiv nicht mehr. Uni, verzieh dich da mal. Danke. Jetzt wird ihn eben gleich rein. Geht doch. So, Rinder. Nee, du. Ich klebe mir echt mal einen Zettel an den Bildschirm. Bei Bauarbeiten Droni vorher irgendwo draußen abstellen. Man kann echt nicht bauen, wenn das Ding da rumsteht. So, aber wir haben es fast, ne? Also die Seite kriegen wir fertig. Sehr schön. Das freut mich. Warum noch weiter als gedacht? Sehr schön, sehr schön. Dann wird die Seite hier mich auch mitgraben. Ich glaube, weiter... Ah, ein weiter müssen wir noch, okay.
wünsche gerade den Abschluss. Jo. Jo, Ränder. Sehr schön. Dann haben wir noch tatsächlich die Seiten fertig gekriegt. Da haben wir sogar noch ein paar Blöcke über für den Fußboden. Was will man mehr? Wunderbar. Und die machen Abflug. So nicht. Abflug. Sehr schön. Okay. Mehr über als gedacht. Dann gucken wir mal. Das macht jetzt auch nicht einen wirklichen Unterschied, ob man es mit Bohrer oder Spitzhacke macht. Steine brauchen wir eh. Also daher. Aber wie gesagt, ich muss da gleich eh nachgucken. Wir brauchen Essen, wir brauchen Benzin, wir brauchen neue Blöcke. Also wir brauchen eigentlich alles. Gut, gut. Aber das kann ja alles produzieren während der Horde, sofern wir genug Materialien haben. Während der Horde taucht eh keine Schreierin auf. Jetzt sollte das schon gehen. Wünsch die bloß, das wäre ein bisschen heller. Schon sehr dunkel hier. Und Droni muss man unbedingt im Weg stehen. Droni hat selber schon, wenn Droni mal einen Schuss abkriegt oder einen Schlag abkriegt oder sonst was. Er hängt ja auch ständig im Weg. Hab ich mir ja auch schon geschrieben, warum ich auf Droni hau oder schieße. Das ist keine Absicht. Droni rennt mal halt ständig in die Schlag- oder Schusslinie. Da fliegt es. Dafür kann ich nichts. Da ist Droni ganz allein für verantwortlich. Muss ich sagen, die Ausdauer der Spitzhacke reicht mittlerweile aber auch ganz schön lange, ne? Aber höher geht die Ausdauer eh nicht mehr. Außer durch Essen. Da lässt sich mir nicht mehr machen. Ich weiß gar nicht, ob die Blöcke für so viel reichen. Ich hoffe es mal, aber jetzt geht auch die Ausdauer aus. Gut, jetzt setzen wir jetzt erstmal Blöcke rein. So viel Zeit muss auch sein. Man kann sich die Ausdauer erholen. Zick, zack, zack, zack. Sie schön. Ich war echt weitergekommen, als ich dachte. Mensch, vergiss doch nicht mal einen. Genau. Hier gehen wir auch schon hin. Das sieht aus mit der Geschwulster jetzt in der Mitte. Ich glaube, die reichen sogar. Sieht zumindest danach aus für den gesamten Fußboden. Hm? Wunderbar. Dann machen wir uns ein Stück weiter. Das muss, das muss. Wie schön. Hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber auch Glühnubeln, weil ich noch die neuen da rausgenommen habe aus der Werkbank. Obwohl ich glaube, ich habe noch welche in der Arbeitskiste. Aber wieder die Hälfte übersehen, vermute ich mal. Aber was muss, das muss. Das hier später alles mit Spikes voll zu machen, das wird noch wirklich sehr, sehr viel Eisen brauchen. So viel ist das gar nicht fürs Haus. Hör, da vorne ist schon wieder Ende. Das täuscht ganz schön. So. Ding. Ja, gut, eigentlich nur noch die Mitte gleich. Wir machen jetzt erstmal wieder so lange, bis Ausdauer weg ist. Dann erstmal wieder Blöcke hin. Dann ist Ausdauer eh wieder voll. Und den noch den Rest. Dann haben wir zumindest den Graben fertig. Zumindest die Seite hier. Brauchen wir das Menü noch anmalen. Den passt halt auch. Den, denke ich mal, ist sowieso näher heute. Wir müssen auch noch anmalen. Wir müssen, glaube ich, denke ich mal, als nächstes erstmal diese Säulen dann machen. Aber ob wir dafür jetzt genug Blöcke zusammenkriegen, ist noch eine andere Frage.
Ich werde das jedenfalls wieder über Wegwerke verteilen. Ich werde gleich nochmal... Alter, hab ich mich erschrocken. Benzin ansetzen? Na? Au. Zwei, willst du mich verarschen? Ich leg mich doch nicht mit zwei Zombiebären an. Lass mich hier raus. Ich will hier weg. Das ist jetzt gerade nicht witzig. Verdammt. Oh, bitte lass mich hier hochkommen. Bitte lass mich hier einen Ausgang gebaut haben. Oha. Oha. Alter. Alter. Halleluja. Was war denn das? Eine Tierhorde oder was? Drei Hunde und zwei Zombiebären? Halleluja. Mei, oh mei. Ja, aber das Fleisch kann ich gebrauchen. Das verrottete Fleisch. Alter. Hab ich mich gerade erschrocken. Mann, 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 da rechnet doch kein Mensch mit. Ich habe ja schon gehabt, dass einzelne Bären sporen, dass auch eine Hundehorde sporen. Ja, aber dass gleich zwei Bären auf einmal sporen, denn Zombiebären? Ei. Bei Jiminemini. Wo sind die Hundis? Die spawnt oder habe ich sie zerschossen oder? Anscheinend, die liegen hier nicht mehr. Entweder sind sie despawned oder ich habe sie zerschossen. Also es ging nicht anders. Es ging um mein Leben. Oh, okay. Ich habe immerhin das Fleisch der Zombiebären. Hier, 96 Stück. Alter. Okay. Okay. Oh, nee. Hier erlebt man Sachen. Hier erlebt man Sachen. Sehr schön. Herrlich, du. Jetzt brauche ich gleich einen Kaffee. Nach der Aufnahme natürlich. Den Graben hier machen wir definitiv fertig. Essen muss ich gleich unbedingt kochen. Ich habe nichts mehr. Ich würde gerne das hier noch fertig machen. Okay. Kommt selten vor, aber manchmal überrascht ein CFD es doch schon noch. Wäre ich hier unten geblieben, wäre ich so gut wie tot gewesen. Zwei Zombie-Bären, das überlebst du nicht. Selbst mit guter Ausrüstung nicht. Ey. Keine Ahnung, wo die so plötzlich herkam. Na, reichen die Blöcke etwa doch nicht mehr? Ist doch weiter als dachte jetzt. Hm? Zumindest ist alles doch gleich erstmal wieder weg. Ey, da vorne ist Ende. Könnte klappen. Gerade ebenso, aber es könnte klappen. Sehr schön. Ja, komm, die letzten drei Blöcke schaffst du jetzt auch noch, mein Freund. Geht doch. Ah, immerhin 2,5 Stacks, fast 3 sogar. Gut, dann hoffen wir mal, dass die Blöcke hier reichen für die letzten paar. Dann haben wir hier zumindest auch alles drin, im Bastard. Dim, 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 die. Sehr schön. Ah, aber habe ich schon erwähnt, dass ich solche Aktionen wie eben mit den Bären liebe. Ich weiß nicht warum. Klingt bescheuert, aber ich liebe es, mich zu erschrecken. Ja, rein. Sehr schön. Sehr schön. Farbe habe ich jetzt nicht dabei. Ist nicht schlimm. Der kann raus. Gut. Dann gehe ich da raus. Warum soll ich jetzt einen riesen Umweg latschen?
Dann können wir uns wieder auch noch anmachen. Wie gesagt, da oben muss ich noch irgendwann was einfallen lassen. Ich weiß immer noch nicht so ganz was. Das ganze Ding da runterholen. Ist blöd, weil komm, das geht da ja eher noch höher als runter. Oh, doof. Nur diese Ecke hier runterholen. Müsste ich das Stück Straße dann neu machen und später woanders wieder hoch. Gut, das würde gehen. Wäre mal ein Haufen Arbeit. Aber das machen wir später. Aber der Hügel muss hier weg, wie das aussieht. Zudem hier der Graben noch rumgeht. Hier muss eh noch eine ganze Ecke von weg. Wehe, den wir schon hinkriegen. Muss ich auf jeden Fall machen, bevor ich die Bordsteinkanten mache. Okay, okay. Aber wie gesagt, dann sind wir für heute jetzt erstmal am Ende. Ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Das hat nur sein. Und wir hören uns selbstverständlich. Morgen wieder. Da ist ja schon wieder was. Warte mal. My senses have picked up something. Ist zwar nur unbedeutendes normales Fleisch, aber kann man mitnehmen. Wir werden morgen und erstmal überprüfen, ob wir noch genug Beton haben, die Blöcke wir noch haben. Wir werden uns Essen kochen. Das muss auch alles sein. Wir befinden uns hier auch am Hordentag, aber die ist natürlich jetzt abends. So, schottendicht. Rein in die gute Stube. Füße hochlegen. Und dann bis morgen. Tschüssi.